Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von der Binding of Isaac Rebirth. Im letzten Part waren wir den stärksten Runner aller Zeiten. Alter, der war richtig stark. Und in diesem Part würde ich sagen, fucking Azazel, gehst mir voll auf den Sack. Warum weigerst du dich, einfach mal den verschissenen Darkroom zu schaffen? Ich meine, du bist Azazel. Was ist dein Problem? Warum kann ich mit dir nicht spielen? Warum mache ich so Sachen, wie mich in Devil Deals selber umzubringen mit dir? Regelmäßig. Öfter als nur einmal. Ich weiß es nicht. Liebe Leute, ich hoffe, ihr habt einen guten Tag und ich hoffe, ihr seid bereit für den Shit, denn dieses Mal. Ich bin eingespielt, es ist nicht mehr unfassbar früh, ich bin nicht mehr übermüdet. Deswegen würde ich sagen, wir stellen uns jetzt nochmal dem Azazel-Run und dieses Mal machen wir ernst. Oh, Azazel, warum bist du... Okay, das sollte mich jetzt ungefähr so stark wie am Ende vom letzten Run gemacht haben. Was ich sagen wollte, oh Azazel, warum bist du nur für mich so, bist der stärkste Charakter für allen, warum bekomme ich mit dir nichts hin? Okay, ich bin extrem stark. Okay, ich bin gespannt. Ich bin nicht so stark, wie ich dachte. Aber Epic Hack im ersten Raum zu finden, Moment, das erinnert mich daran. Ups, Seed. FMHW0HYG. Hi, lieber FMW, ich habe den Rest vergessen. Hi. Ups. Ah, nee, ich glaube, Epic Hack hat mich gar nicht so stark gemacht, wie ich mir vielleicht erhofft hätte. Aber Poison Damage ist auch solide, denke ich. Speed Down ist nicht solide. Gehen wir zum Steven. Vielleicht finden wir noch mal. Ja, ich bin nicht so stark, wie ich dachte. Ich bin schon ein Stück stärker. Ah, nicht so stark, wie ich gehofft hätte. Aber für Steven reicht's. Hoffentlich finden wir wieder Steven und nicht wieder Little Steven. Ja, so eine Überraschung. Little Steven. Oh Mann, einmal habe ich Steven gefunden. Das war der glücklichste Tag meines Lebens. Ich habe mir an dem Tag nämlich noch zwei Döner bestellt. Deswegen hat sich dann im Laufe des Tages zu einem sehr, sehr glücklichen Tag für mich entwickelt. Ich bin ein einfacher Mensch. Ich habe einfache Bedürfnisse, okay? Man braucht nicht viel, um für mich den glücklichsten Tag meines Lebens zu erschaffen. Die Messlatte ist nicht hoch. Da gab es nicht viele gute Tage, liebe Leute. Ja, vielleicht reicht mir sowas. Dankeschön. Gut, wollen wir in den Shop gehen? Nein, wollen wir nicht, weil wir keine Schlüssel haben. Ah, ich glaube, wir wollen schauen, wenn wir den Geheimraum noch finden. Und dann wollen wir straight in die nächste Ebene gehen. Das wird super. Stirb, junger Mann. Warum sage ich in letzter Zeit so oft junger Mann? Das kommt echt seltsam. Ah, ich glaube, ich werde auch nicht damit aufhören. Ja, das wird super. Super Secret Geheimraum könnte ich suchen. Ah, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. In den Shop will ich auch noch nicht reingehen, weil... Nee, hab im letzten Mal schon die Red Candle freigespielt. Das war schon mal sehr solide. Bevor ich reingehe, würde ich ehrlich gesagt noch ein paar Münzen einsammeln. Ansonsten möchte ich nicht unbedingt meinen letzten Schlüssel dafür opfern. Oh, das sieht doch nach Ding... Ah, Bombe, reichst du? Dankeschön. Oh, da sind genug Schlüssel. Und wir bekommen... ich hasse diesen Run jetzt schon. Oh! Book of Secrets ist okay. Book of Shadows ist... Wir bleiben Book of Shadows. Oh Gott, warum ausgerechnet die Guillotine, Leute? Ausgerechnet! Warum? Gibt uns allerdings auch ein Damage ab, also vom Damage-Standpunkt her stehen wir ganz gut da, denke ich. Oh Gott, wie ich es hasse. Oh, die Guillotine! Vielleicht erkennt ihr auch langsam, was mein Problem mit den Azazel-Runs ist. Ich mache nämlich immer irgendeine entsetzliche Scheiße und dann geht irgendwas unfassbar schief. Wie in dem Fall, dass ich nicht sehen kann, wann mich ein Gegner trifft und wann nicht. Ja. Oh Gott. Die Guillotine. Warum? Ah. Als ich sie zuletzt hatte, hatte ich einen The Lost Run. Der übrigens schief gegangen ist. Falls ihr es euch nicht schon denken konntet. Was haben wir hier? Och, die fucking Guillotine! Entschuldigung. Okay, danke. Was auch immer mich da getroffen hat. Okay, gut zu wissen. Gut, okay, ja. Freut mich. Och, komm schon. Ey, ich habe eine geringe Range und Guillotine. Was ist das für eine Scheiße? Und hier haben wir der Haunt. Es ist nicht wirklich. Es ist nicht so lustig, wie er denkt, wenn man sowas sagt und es dann zur Wahrheit wird. Beziehungsweise es sich dann bewahrheitet, Leute.
Es ist nicht so lustig, wie ihr denkt. Es ist nämlich überhaupt nicht lustig. Oh. Das war tatsächlich ein netter Zufall. Was haben wir hier? Krampus! Es geht ab, Alter. Krampus-Set wäre eine coole Sache, mein Freund. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich habe mich jetzt genug beschwert. Lamp of Coal. Bringt mir nichts. Ich habe mich jetzt genug beschwert darüber. Es ist Zeit, zu zeigen, dass ich auch halbwegs spielen kann. So, das Soul Heart werde ich erstmal mitnehmen. Sebastian, nehmen wir auch mit. PhD. Ich glaube, PhD ist eine gute Sache. Ah. Speed up! Yay! Die letzten 5 Münzen, die donaten wir. Wie gesagt, Scheiße muss voll werden. Hey, und wir sind bald fast bei der Hälfte. Hurra! So, wir haben schon mal positive Pillen, Leute. Das ist gut. Denn unsere, die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht eine Bolts of Steel Pille da haben, ist dadurch ungemein gestiegen. So, hier gibt es eigentlich gar nichts mehr zu erkunden für mich. Habe ich nicht das Book of Secrets einmal eingesetzt? Warum sehe ich die Geheimräume nicht? Das ist ein bisschen dumm. So, was, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Da freuen wir uns daran, dass wir noch eine Full-Karte haben. Und dann versuchen wir im Idealfall, uns mit der Guillotine nicht selbst umzubringen. Den Raum hier muss ich leider machen. Ups, oh Gott. Danke ihr Wurmis. Moment, der Run, der kann durch... Oh. Cool. All sets up. Ist ja was, Leute. Wir machen ernsthaften Shit hier jetzt. Fick dich, Engel. Da kommen auch dann garantiert mehr Engelräume, wenn man einmal, wenn man den Engel da gekillt hat. Soweit ich weiß. Beziehungsweise, wenn man das erste Teil aufgesammelt hat. Dann kommt danach noch ein Engelsraum. Das ist eine ziemlich coole Sache. Da hab ich Bock drauf. Okay. Oh, 2 Pillen. Sind, wenn man PhD hat, durchaus eine gute Sache. Oder können sie sein. Das Potenzial ist da. Wisst ihr was, Leute? Der Run hat scheiße angefangen, aber vielleicht werden wir jetzt Mega-Satan killen. So, ich hab's gesagt. Ich hab's ausgesprochen. Was jetzt? Hä? Hä? Wer will mir den Damage, den ich dafür benötige, nehmen? Oder die bessere Frage, wer will ihn mir geben? Also ein bisschen Damage für mich? Also ein bisschen Damage? Ein bisschen Damage, ja? Nein? Shit. Lemon Party ist okay. Explosive Diarrhea ist ziemlich furchtbar. Moment, habe ich nicht was zum Warpen? Hab doch eine Fool-Karte, oder? Ja, der Fool. Der Fool, der Fool, der Fool, der Fool, der Fool, der hilft mir hier jetzt. 2 schwarze Herzen für umsonst. Wundervoll! Und dann, du warst, kein Explosive Diarrhea. Ich will eine Lemon Party. Welche Pillen wären eigentlich Vorteil? Ach, natürlich, ich weiß, welche Pillen vorteilhaft für mich wären. Ganz klare Sache. Der Azazel, der möchte Balls of Steel. Na, Balls of Steel. Die hat er sich verdient. Oh, shit. Oh, ich hasse diesen Raum so sehr. Wisst ihr was? Ich hasse ihn sogar so sehr, dass ich kein Problem damit habe, das hier einzusetzen. Dieser Schild hier verwirrt mich, weil er nicht um meinen Kopf herum geht. Ich hasse die Guillotine. Ich hasse sie so sehr. So ein Item, an das man sich, glaube ich, nie gewöhnen wird. Egal, wie viel man damit spielt. Na, außer man spielt wirklich viel damit. Aber ansonsten, ihr werdet euch da nicht dran gewöhnen. Das wird nicht passieren. War es jetzt clever, in den Bosskampf zu gehen, ohne das Book of Shadows bereit zu haben? Wahrscheinlich nicht. Habe ich es gemacht? Ja, habe ich trotzdem gemacht. Ist mir egal. Oh, fuck. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert davon, dass ich mit meinem... Trotz meinen, das Epic Hack Pickups gar nicht mal so stark bin, wie ich mir eigentlich erhofft hätte. Das ist nicht so super. Da waren wir schon, da waren wir drin, ja, waren wir. Ah, fuck, ich wäre gerne nochmal rein. Ich hätte gerne die blauen Flammen in die Luft gesprengt. Was soll's? War okay. Ist alles okay gelaufen. Ich meine, der Halo, wenn ihr mir sagen, was ihr wollt, ist okay. So, jetzt noch bitte Magic Mushroom. Das ist kein Magic Mushroom. Range Up! Range Up ist genauso gut. Liberty Cap ist auch super. Alles ganz solide soweit. Was haben wir hier? Warum bin ich hier reingegangen? Ah, spenden wir die Scheiße. Wäre es cleverer, mir das blaue Herz zu holen? Wahrscheinlich. Danke. Ja, ich dazu nicht zu sagen. Oh Gott. Wie bin ich da jetzt gerade eben rausgekommen? Alter, das ist ja gar kein Spinnenspawner. Gott, war ich mir gerade sicher, dass das ein Spinnenspawner ist. Ihr war mir so sicher, das glaubt ihr gar nicht. Fucking Schlüsselbettler. Hi, ihr neuen Larrys.
gegen euch ist mein Brimstone natürlich nach. Oh, Tinted Rock, Tinted Rock, Tinted Rock. Ich habe gehört, der Tinted Rock gibt mir einen Small Rock. Naja, gut. Ist auch okay. Oh, ein 5er. Das bedeutet, ich kann mir die Pille tatsächlich noch kaufen. Sehr schön. Okay. Okay. Wisst ihr? Es gibt Runs, da sagt man einfach, okay, sage ich nicht nein, nehme ich mit. Und trotz allem, was scheiße gelaufen ist, möchte ich mal anmerken, wenn man den Run, den Seed hier, der ist glaube ich interessant, der Seed, wenn man ihn nicht als Azazel spielt, habt ihr hier einen Ipecac Polyphemus Run. Also, iPhone Pills. Gibt denke ich schlechteres. Kann sich vielleicht mal zu Gemüte führen. Scheint mir interessant zu sein. Aber bis es soweit ist, gehen wir einfach weiter. Wir freuen uns daran, dass wir im Idealfall enormen Damage haben sollten. Haben wir enormen Damage? Mal schauen. Ja, doch. Ich denke, der ist gut. Sind wir nicht wert. Schlüssel wären übrigens eine coole Sache. Und wir haben wieder jede Menge Cash am Start. Wundervoll. Das heißt, ich kann wieder eine Menge donaten. Und das hilft mir ungemein weiter. Sehr, sehr schön. Alter, und ich glaube, der Damage. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich guten Damage austeile. Können wir uns darauf einigen? Ich denke, ja. Und Leute, falls ich es vergessen sollte, im Laufe des Runs erinnert mich daran, dass ich niemals zu dem Boss gehen sollte, wenn ich keine Bomben mehr habe. Das ist wichtig. Ich brauche nämlich das zweite Schlüsselstück. Komm mit, weißes Herz. Das ist wichtig. Merkt euch das immer, okay? Erinnert mich immer wieder daran, falls ich dagegen verstoßen sollte. Verdammte Scheiße, der Damage schon wieder. Was ist denn da aktuell los? Connor hat heute auch schon geschrieben. Oh, ich hab zwei voll krasse Runs hingelegt heute. Alter, die waren vollständig. Ihr kennt ja Connor. Der redet manchmal wie so ein Vollidiot. Auf jeden Fall hat er irgendwie sowas geschrieben. Und ja, ich habe bisher heute, ich nehme das, die letzten zwei Parts habe ich auch heute aufgenommen. Ich habe bisher heute auch ziemlich starke Runs. Ich bin da fast ein bisschen begeistert, Leute. Möchte ich mal anmerken. Scheint heute ein guter Tag zu sein. Für Isaac. Ich meine, mein letzter Run hat mit Proptosis angefangen. Moment, der erste Run heute, der war, okay, ich habe eindeutig Fehler gemacht im Run. Das war meine Schuld, dass der schief gegangen ist. Da habe ich relativ früh Quadshot gefunden. Im Run danach Proptosis. In dem Run hier relativ früh Polyphemus. Alter, was ist da los? Gefällt mir. Bin ich ein Fan? So, jetzt gib mir einen scheiß Schlüssel. Oh. Leute, einen Schlüssel brauche ich. Ganz wichtig. Bomben habe ich noch. Das ist auch gut so. Aber ein Schlüssel wäre trotzdem eine coole Sache. Und vielleicht ein bisschen mehr Range. Was jetzt weder was mit Schlüssel noch Münzen zu tun hat, aber ein bisschen mehr Range wäre halt nicht schlecht. Steht hier? Das ist eine Sache, die man einfach mal so in den Raum werfen kann. Aufladezeit gefällt mir auch schon wieder nicht mehr so ganz. Ich meine, sie ist nicht übertrieben lang oder so. Sie ist eigentlich relativ okay, aber ist mir schon wieder ein bisschen zu lang. Ich lade zu früh los wieder. Oh Gott. Und wir haben immer noch die Guillotine. Das sollten wir auch im Hinterkopf behalten. Das ist nämlich nach wie vor ein großes Problem. Wollt ihr mir jetzt echt sagen, dass ich hier keinen Schlüssel finde? Wollt ihr mich verarschen? Ach doch, wir haben noch ein paar Räume. Alles klar. Ich war auch gar nicht traurig, wenn der Boss mir vielleicht den gewinnt gegen Liberty Cap. Wenn der Boss mir vielleicht den fucking Latch Key gibt, damit ich einfach zwei Schlüssel finde. Ja. Ich bin gerade echt in Schlüsselnot. Der Joker. Sehr, sehr stark. Joker gewinnt auf jeden Fall gegen Lemon Party. War es Lemon Party? Ja, Joker gewinnt. Der Joker gewinnt immer. Auch gegen Batman. Das ist das Gute am Joker. Fucking fuck, Viech. Nimm dies. Oh Gott, nein. Aber meine Schuld, dass ich hier getroffen wurde. So absolut dummer Damage. Bringt mir leider gar nichts, der Bloody Penny. Aber hey, das ist der Bloody Penny, Leute. Der ist relativ neu. Geheimraum, wo versteckst du dich? Bist du da? Zweimal versuche ich den gefunden. Schlüssel. Lock up, ist super. Lemon Party ist okay. Ist auch okay. Wir bleiben beim Joker. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zum Boss. Und dieses Mal benutze ich mein Book of Shadows. Ja, Gertie. Spawner, Gertie. Alter. Alter. Leute.
Das ist ja wirklich guter Damage, den ich austeile. Cat O' Nine Tails. Ah, okay. Wir benutzen den Joker. Tut mir leid, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht, lieber Joker. Beziehungsweise lieber Satan da oben. Ich kann nicht. Es ist wichtig für mich, dass ich meine ein paar Angel Deals bekomme. Denn so steht's im Vertrag. Vor allem, wenn ich jetzt die Chance habe, gerade auch guten Damage auszuteilen. Jetzt zwischendrin, na gut. Es wäre halt echt gut, wenn ich irgendwo ein Tamiset oder so finden würde. Irgendwas, das meinen guten Damage unterstützt und mein... das war nicht gut. Oh, reicht für beide. Genau, irgendwas, das meinen guten Damage unterstützt und mein Guillotinen-Handicap wieder ein bisschen ausgleicht. Irgendwie sowas sollte ich dafür finden. Ich weiß aber nicht was. Das ist ein bisschen uncool. Stirb! Aber mit dem Damage bin ich voll und ganz zufrieden, verdammte Scheiße. Was ist hier los? Ich wollte gerade sagen, dass ich mit dem Damage voll und ganz zufrieden bin. Das scheint mir so... Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas stimmt nicht. Ich würde niemals sagen, dass ich mit dem Damage zufrieden bin. Warum habe ich hier das Book of Shadows eigentlich nicht eingesetzt? Warum wurde ich da getroffen? Fragen über Fragen. Und niemand weiß die Antwort. Ich würde nie sagen, dass ich mit dem Schaden zufrieden bin oder so. Irgendwas stimmt hier nicht. So gut ist der Schaden nämlich echt nicht, dass ich damit zufrieden sein könnte. Ich glaube, er stimmt mich nur deswegen halbwegs zufrieden, weil ich keine Devil Deals mitnehmen darf. Und das ist ziemlich unschön. Ich würde die Devil Deals nämlich gerne mitnehmen. So viel Potenzial, aber ich kann nicht. Das ist scheiße. Hier kann ich ein bisschen Geld farmen. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Oh Gott. Okay. Wundervoll. So, da haben wir den Goldraum. Hallo, mein Guter. Triple Shot? Funktioniert der? Ja, scheint zu funktionieren. Okay, Leute. Nach dem Quadshot Azazel haben wir jetzt den Triple Shot Polyphemus. Alter. Triple Shot Polyphemus Epic Hack. Alter. Das ist ein richtig mächtiger Run hier, Leute. Das wisst ihr, oder? Ups. Ich muss immer noch Automaten wegsprengen, weil ich glaube, ich habe die 4 immer noch nicht. Deswegen immer schön wegsprengen, die Automaten. Ganz wichtig. Niemals vergessen. Alter. Das ist gerade wieder so ein bisschen ernsthafter Damage, den wir austeilen, Leute. Und ich meine richtig ernsthafter Damage. Das ist ja nicht so eine... Ist ja was, nehme ich lieber mit. Mehr Pillen wären nämlich ziemlich sinnvoll für mich. Black Candle. There's options. Donaten. Geh da hinten rein. Warum geht er nicht da hinten rein, Leute? Das nervt mich ein bisschen, aber gut. Und wundervoll. Dann haben wir wieder gut was donatet. Das hilft ungemein weiter. Alter, der Brimstone schon wieder. Vielleicht hätte ich einen Schlüssel kaufen sollen. Sehe ich ein. Ja, vielleicht nicht die verkehrteste Idee gewesen. Aber verdammte Scheiße, unser Damage. So, Leute, den zieht. Den könnt ihr, glaube ich, auch so spielen. Hallo, Dry Baby. Hi. Gratis Dry Baby ist auch immer schön. So, fassen wir nochmal zusammen. Erster Goldraum, Epic Hack. Zweiter Goldraum, Polyphemus. Dritter Goldraum, habe ich verpeilt. Weil ich keinen Schlüssel hatte. Irgendwie so. Und dann Triple Shot. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe jetzt, glaube ich, einiges durcheinander gebracht. Aber ihr wisst, dass das hier wirklich richtig stark ist. Man findet sehr schnell richtig starkes Zeug. Das ist einer von den feinsten Seeds aller Zeiten. Die feinste Auslese hier. Ich bin schon gespannt, wie viel Damage ich gegen den Boss austeilen werde. Ich bin schon so gespannt. Speed up nehme ich mit. So, wir gehen einfach rein. Wen haben wir da? Wow, du schon wieder. Alter. Wir nehmen HP ab. Ja, ganz recht. HP ab. So, Habit. Gefällt mir. Bin ich ein Fan. Okay, Engel. Alter! Verdammte Scheiße, habt ihr gesehen, was ich mit dem Engel gemacht habe? Der wurde zerfetzt. Zerfetzt wurde der Engel. So, und jetzt muss ich mich kurz beeilen. Ich will vielleicht noch was zum Warpen finden, damit ich eventuell über den Boss Rush noch nachdenken kann. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Boss Rush mäßig was machen kann. Ist jetzt doch eher gering. Und hier aber wieder das Problem, dass ich zu langsam auflade.
So, das Gute ist, wir können jetzt wieder Devil Deals mitnehmen. Yay, Devil Deal Hype. Und da haben wir einen Schlüssel. Yay, Schlüssel Hype. Kommt der Pin? Meine Fresse, die Pins, die sind jetzt aktuell immer so ein Kräftevergleich für mich, weil ich bekomme hier andauernd diesen Raum. Shit. Und ich werde dumm getroffen. Dachte nicht, dass er auch dazu kommt, loszufeuern. Alter. Dieser Damage. Ich bin ein bisschen verliebt, Leute. Ich bin ein bisschen verliebt in den Damage. Müsst ihr mir aber auch lassen. Ups. Ja, das wäre auch ein Raum gewesen, in dem es vielleicht nicht das Verkehrte gewesen wäre, wenn man eventuell drüber nachgedacht hätte, das Book of Shadows zu verwenden. Weil wofür hat man es denn? Ich weiß. Schwarzes Herz? Nein? Okay. Wir brauchen jetzt die Bomben nicht mehr, möchte ich mal anmerken. Huh. Oh, und da haben wir also Mom. 1838. Wisst ihr was? Wir gehen einfach los. Oh. Oh, das war nicht so cool. Das hätte eigentlich ein One-Hit werden sollen. Na gut. Negativ nehmen wir mit. Und das nehmen wir auch mit. Celtic Cross. Das ist ein gutes Ding, das Celtic Cross. Oh, und der ist ein bisschen stärker als der vorherige Engel. Das war nicht Teil des Plans. Shit. So, bekommen wir hier jetzt noch ein blaues Herz? Nee. Okay, cool. Was hätten wir hier alles? Ist leider alles schrecklich. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich habe schon wieder viel zu wenige Leben. Aber hey, wir gehen weiter. Vielleicht bekommen wir jetzt dann noch einen... Na, wir werden keinen coolen Devil Deal mehr bekommen. Oh, das ist nicht so gut. Was haben wir denn hier? Ist das Pin? Ist das ein Pin? Das ist ein Doppelpin-Raum. Fucking... Fuck. Natürlich mussten die mich noch erwischen. Oh, ich nehme so viel Schaden. So viel Schaden, der nicht gut ist. Denn Schaden ist nie gut und viel Schaden ist noch weniger gut. Okay, komm her, Schlüssel. So, wo wollen wir? Oh Gott. Geht alle weg. Alle schön Abstand halten. Ist ja was, viel Schaden, den ich nehme, schiebe ich hier übrigens auf die Guillotine. Und Tammys Head wäre nach wie vor richtig cool. Hätte ich Bock drauf. Der würde mir so ungemein weiterhelfen. Der Goathead tatsächlich auch. Weil das bedeutet, dass wir jetzt noch einen eventuellen Devil Deal bekommen. Und dich habe ich gesehen, Alter. Ich habe dich gesehen. Devil. Haut mich nicht um alles. Haut mich nicht um. Okay. Range Up! Das ist doch was. Mit dem Range Up kann ich doch arbeiten. Entschuldigung. Trottel. Was haben wir hier? Haut mich immer noch nicht um. Bleibe ich lieber beim Devil. Denn der Devil ist ein guter Typ. Zudem gegen den kämpfen wir heute auch noch auf. Fuck! Leute, eine Frage. Wie kann ich denn jetzt meine Herzen wiederherstellen? Ich weiß es nicht. Problem ist nämlich, dass ich auch keine... Ja, nicht mehr wirklich viele Bomben für einen Tinted Rock oder so hätte. Wir haben minimales Problem. Außer, wir haben irgendwo eine Bolts of Steel Pille. Ich glaube, wir haben keine Bolts of Steel Pille im Pool. Das heißt, das ist alles ziemlich uncool. Bitte sterben, dankeschön. Die geben alle rote Herzen. Ich will keine roten Herzen. Ich will blaue Herzen. Blau. Blau sieht anders aus. Die will ich auch nicht. Ich glaube, der Dark Bum wäre eine Sache, der gegenüber ich durchaus nicht abgeneigt wäre. Ja. Dark Bum ist mein Wunsch Pickup für den Run. Was wünscht ihr euch für den Run? Na, normaler Brimstone wäre wahrscheinlich auch ziemlich super. Ich glaube, der Dark Bum wäre noch viel superer. Der wäre noch überlegen. Fuck. Okay. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben auch keinen Schlüssel. Okay, das macht alles ein bisschen besser. Oh, wir haben Schlüssel. Na gut, damit haben wir ein Problem weniger. Ja, shit. Ach, ist egal, ich habe eh kein Polaroid. Ist egal, ob ich ein halbes Herz habe oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Shit, ich habe nur 3 Herzen. Okay, nee, wir müssen uns zusammenreißen, Leute. Wir müssen uns zusammenreißen. Und immer positive Einstellungen beibehalten. Hier haben wir eine Menge Range-Ups. Die helfen ungemein weiter. Tun sie wirklich. Speed-Up könnte auch helfen. Noch ein Speed-Up könnte immer noch helfen. Könnte, muss nicht. So, und wir haben Fred als Boss, oder? Der Freddy!
Was geht ab, Fred? Okay. Fred wurde gefahrenlos ge-one-hitted. Das ist gut. Und ich würde sagen, kleiner als 3 bringt uns mehr als alles andere. So, was haben wir hier? Oh, Satan, du hast mich im Stich gelassen. Oh, hat er mich im Stich gelassen. Habt ihr das gesehen? Was hatte er für mich? Brother Bobby! Bullshit! Der bringt mir nichts. Aber hey, ich glaube, wir müssen vielleicht jetzt noch ein, zwei brauchbare... Wir müssen irgendwas Brauchbares noch finden. Irgend brauchbares Item, was durchaus realistisch ist. Vielleicht ein Buch. Book of Revelation zum Beispiel. Irgendwas, damit ich halt ein paar Herzen wiederherstellen kann. Oder mich... Shit. Oder mich vielleicht wiederbeleben kann. Das würde ungemein weiterhelfen. Dann sind wir wieder richtig am Start, Leute. Und wisst ihr was? Ich glaube, das wird in diesem Run noch passieren. So, ich bin schon weiter als beim letzten Mal, weil ich mich nicht im Devil Deal selber umgebracht habe. Ging dieses Mal auch nicht. Eigentlich hätte es auch nicht getan. So, es passiert nur ein, zwei Mal pro Woche. Dann merkt man sich's wieder für 2 Tage. Und das war so mies. Das war so schlecht. Ich kann aber auch alles... Das war ebenfalls richtig. Okay. Jetzt kommen wir langsam in gefährliches Gebiet von den Leben her, Leute. Das ist nicht schön. Droppt ein paar Herzen, bitte. Vorhin habt ihr doch auch erinnert, wie blöd Herzen gedroppt. Und jetzt bekomme ich Schlüssel. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. Oh, it lives. Oh, was bist du? Puberty. Shit. Puberty ist nicht das, was ich wollte. Ist halt echt nicht. Ich würde sagen, wir sollten von irgendwo noch Herzen auftreiben. Nach Möglichkeit. Oh, fuck. Danke, Dry Baby. Woo! Vielleicht sollte ich nicht so gefährliche Räume machen dafür. Hatten wir nicht irgendwo noch so komische... Fucking fuck Steine. War das ein Tinted Rock? Nee. Nee, da ist nur ein fucking fuck Stein. Gehen wir mal da links rein. Ja, mach mal was, Gehirn. Stirb. Du stirb auch. Gib dir mal ein Herz. Ein Herz! Dankeschön. Ein halbes Herz. Das ist fast genauso gut wie ein richtiges Ganzes. Aber eigentlich nicht. Ich muss jetzt leider noch ein bisschen weiter die Ebene erkunden. Weil wir eventuell noch was Cooles finden könnten, Leute. Tears Up ist zum Beispiel ziemlich cool. Fick dich, Boss Dingens Room. Ist mir egal. Der Typ ist ziemlich schwach. Und hier ist eine hohe Tinted Rock Wahrscheinlichkeit, wie immer. Und dieses Mal haben wir keinen. Cool. Diese Viecher. Diese Kackviecher. Okay, hier können wir ein Herz rausbekommen. Ein Herz. Kam kein Herz raus. Oh, fuck. Oh, fuck, das Laserauge. Bin ich froh, dass ich es möglichst schnell ausschalten konnte. Und natürlich der Raum. Ohne den geht's ja gar nicht. Der muss immer da sein. Oh, fuck. Ich dachte wieder, ich lade schneller auf, als ich tatsächlich tue. Hab mich getäuscht. So, stirb. Na gut, liebe Leute, wo bekommen wir jetzt noch ein Herz her? Wo bekomme ich mein Herzchen her? Ah, da ist der Geheimraum auch nicht da unten. Shit. Da oben könnte er sein. Ist er da links? Lass ich mal nachschauen. Oh Gott, warum bin ich hier reingegangen? Oh Gott, warum bin ich hier reingegangen? Oh Gott, warum bin ich hier reingegangen? Natürlich macht mir dann die scheiß Maske da Schaden. Natürlich. Was denn sonst? So, da ist der Geheimraum also eher auch wieder nicht, oder? Sehe ich das richtig? Geheimraum, bist du da? Bitte. Nee, scheinbar nicht. Da drüben. Der Geheimraum könnte halt auch ungemein weiterhelfen. Okay, wir haben ihn. Bomb. Back. Okay, der hilft nicht so ganz weiter. Wer es glaubt oder nicht? Ja, ich weiß nicht, wo der Super Secret Geheimraum sein könnte. Weiß es nicht, weiß es nicht, weiß es nicht. Ich weiß, dass wir die beiden jetzt noch wegsprengen. Oh, ein Herz. Oh, das ist so nützlich. Okay. Das ist halt wirklich. So, weißt du was, Livs? Du wirst jetzt sterben. So. Wir nehmen den... Moment, wir wollen... Oh, wir wollen hier rein.
Ganz vorsichtig eine Bombe legen. Nicht den Engel sprengen. Nicht den Engel. Nur die Flammen. Die sind nämlich super wichtig für uns. Dankeschön. Danke, danke, danke. Oh fuck, wir müssen hier runter. Ich bin doch nie unten in... da, wo die Bösen sich rumtreiben. Ich hab doch keine Ahnung. Oh Gott, nein. Ja, wisst ihr was, wir machen das jetzt so. Sonst nehme ich noch Schaden. Gott, und hier unten ist wieder das Problem, dass ich wieder keine Ahnung habe, was für Gegner sich hier rumtreiben. Das ist wieder uncool, weil ich dann nicht weiß, wie ich mit denen am besten umgehen sollte. Aber danke, Bombback. Hier ist es übrigens sehr gut, wenn ich mehr Bomben bekomme, denn hier treiben sich auch viele blaue Flammen rum. Und viele blaue Flammen bedeuten, das Potenzial, dass wir blaue Herzen herausbekommen, ist durchaus hoch. Und gegeben. Ja, gegeben. So, nehme ich mit. Oh, der Fallen. So ein random Fallen ist echt nicht mein Favorit. Geht aber auch schlimmer, weil er halt echt nicht so stark ist. Allerdings würde ich mir gerne noch irgendwie... Oh Gott. Hm. Fucking fuck. Okay. Oh, ein Herz, danke. Ich würde mir gerne noch irgendwas Cooles wünschen, bevor wir gegen Satan kämpfen. Ein cooles Item oder so. Ich glaube immer noch daran, dass wir es finden können. Ich glaube immer noch daran, dass wir was finden können. Irgendwas Cooles und Brauchbares. Ich weiß noch nicht wo, wie und wann, aber wir werden. Die Technology... Arnos Fliegen sind auch echt uncool. So, gehen wir erstmal hoch. Oh, da war ein Herz. Soll ich vielleicht mitnehmen? Ist ungewohnt, wenn man rote Herzen hat. Richtig ungewohnt. Aber auch nicht so verkehrt, vor allem in der aktuellen Situation. Nein, danke. Vor allem in der aktuellen Situation sind rote Herzen echt, fantastisch. Nein! Oh Mann! Der braucht zu lang zum Aufladen. Das ist scheiße. Und hier ist nichts im Raum. Der Raum da unten gefällt mir jetzt schon nicht. Ah, ich weiß, warum er mir nicht gefällt. Ich musste es tun. Ich meine, wie hoch war denn hier die Wahrscheinlichkeit, dass ich keinen Schaden nehme? War ja so gut wie gar nicht gegeben. Stirb. Dankeschön. Du auch. Dankeschön. Cooler Fünfer. Ist nett. Ein Geheimraum wäre noch netter. Hm. Haben wir hier einen Geheimraum? Dankeschön. Wir bekommen... Das bringt mir einfach mal so gar nichts. Oh Gott. Nicht der Raum hier. Oh Gott. Oh, ist der uncool. Oh, war der Raum uncool. So, und wir haben jetzt nicht wirklich viele blaue Flammen gesehen, oder? Ich glaube, die blauen Flammen, die treiben sich auch hauptsächlich in den großen Räumen rum. Oh, natürlich lebt die Kackfliege da noch. Natürlich werde ich da getroffen. Und natürlich werden wir jetzt ein großes Problem haben. Und ich schiebe alles auf die verdammte Guillotine. Und natürlich werde ich hier das Book of Shadows aktivieren. Ist eine ganz klare Sache. So, komm schon. Stampf! Beeil dich! Fang schnell an zu stampfen, Alter! Das war knapp. So. Manch einer stellt sich jetzt die Frage, hey, wie gedenkst du jetzt den Darkroom zu schaffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, Leute. Weiß es doch nicht. Weiß es doch nicht. Wir haben auch keinen guten Pillenpool. Auf Engelsräume zu spielen war die dümmste Scheiße seit langem. Wie eigentlich immer, wenn man das versucht. Ich kann nicht zu Mega-Satan gehen. Der wird mich einfach eiskalt einstampfen. Genau wie alles aktuell. Oh, so stark. So stark, so stark, so stark, so stark. So stark dieses Item gerade. So stark. Ihr glaubt gar nicht, wie stark. Oh, und die doppelten Herzen. Oh, und Undefined. Eigentlich habe ich kein Interesse an Undefined. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Oh, fuck. Weil ich meine, Undefined, das macht eigentlich nur in der Chest Sinn, weil man dann das Ganze nochmal neu machen kann. Und hier, warum soll ich das Ganze hier nochmal neu machen wollen? Will ich nochmal sterben? Ist das mein Ziel? Ja? Okay, cool. Nee, nicht wirklich.
So, und wir bekommen. Ich bin noch ziemlich froh, dass ich gerade ziemlich viele Items finde, auch wenn die alle ziemlich mittelmäßig sind. Wobei Lazarus Rex ist nicht mittelmäßig. Aber der Rest ist schon nicht so toll. Tut mir leid, ich muss das Book of Shadows aktivieren. Oh, Sacrificial Dagger. Sehr gut. Oh, ein Monstro-Raum. Das ist okay. Ja. Ja, ich dachte, ich hätte einen Polaroid. Ich habe mich getäuscht. Was mache ich da? Oh Gott! Ich bin nicht mehr Lazarus. Das bedeutet... ich habe meinen Triple-Shot-Effekt-Gag. So, Leute. Jetzt wird's interessant. Es wird durchaus interessant, würde ich sagen. Okay, und Taurus ist auch ziemlich stark. Okay. Wir haben den Run jetzt so, wie er eigentlich vorher gesehen war, wenn man nicht Azazel ist. Ich glaube, Taurus wird mir in dem Fall ungemein weiterhelfen. Es kann mir eine gute, mit dem Book of Shadows, eine gute Zeit an Unverwundbarkeit geben. Und da lege ich viel Wert drauf, auf die Unverwundbarkeit. Ich meine, schaut euch das an. Das ist gar nicht mal so stark, wie ich dachte. Geh weg, Monstro 2. Fuck, und gib mir doch bitte ein blaues Herz oder so. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Ich darf halt nicht einmal getroffen werden. Das ist nicht die Situation, in der man sich zwangsweise wiederfinden will. Ob ihr es glaubt oder nicht. Und tatsächlich schönere Situationen. Warum schaffe ich den Dark Room mit Azazel nicht? Warum schaffe ich ihn nicht? Warum schaffe ich den Dark Room mit Azazel einfach nicht? Was ist das Problem? Warum läuft es am Ende immer so scheiße? Warum habe ich überhaupt versucht, auf Engelsräume zu gehen? Engelsräume sind der größte Bullshit überhaupt. Dann haben wir es wieder mal gesehen. Ja. Ciao.